Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, dem Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und ja, wir hatten ja eine kleine Sommerpause, kann man sagen. Und jetzt geht's dafür umso doller gleich wieder weiter. Und zwar haben wir heute auch einen spannenden Gast wieder an Bord. Und es geht um das Thema Investieren in P2P-Privatkredite. Und heute habe ich als Gast Lars Wrobbel hier mit dabei. Mit dem habe ich nämlich zusammen ein Buch zu diesem Thema geschrieben, welches auch jetzt gerade bei Amazon rausgekommen ist. Und das hat auch den gleichen Titel, nämlich Investieren in P2P-Privatkredite. Und Lars, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja, klar, sehr gerne. Ja, hi Kolja, hi Community. Mein Name ist Lars Wrobbel. Ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Gütersloh in NRW und ich bin gelernter Softwareentwickler. Das war mir aber irgendwann alles zu so langweilig und ich bin inzwischen vom Beruf Application Manager. Das ist so eine Mischung aus ja, Consultant, also Berater und Projektleiter. Und arbeite bei einem recht bekannten IT-Unternehmen und mache dort hauptsächlich auch Projektleitung und Beratung bei großen Kunden. Okay, cool. Und hast du davor eine Ausbildung oder ein Studium gemacht irgendwie IT-Bereich oder wie bist du da Ja, genau. hingekommen? Ich hatte, glaube ich, du hattest schon mal einen Gast, der hatte, glaube ich, Fachinformatiker für Systemintegration gelernt und ich habe genau die andere Richtung gelernt, nämlich Anwendungsentwicklung. Ja. Und ja, davor habe ich eine schulische Ausbildung gemacht als staatlich geprüfter Assistent für Betriebsinformatiker, wie das bei den schulischen Ausbildungen halt immer so ist. Da kann man eigentlich nicht viel mit tun. Von daher habe ich noch einen hinterhergeschoben. Und dieses 8 Stunden entwickeln am Tag, das war mir halt irgendwann echt auch zu öde, zu langweilig. Und da wollte ich ein bisschen mehr. Auch gehaltlich jetzt nicht so attraktiv. Ja. Ja. Und da bin ich mehr in die Richtung Consultant gegangen. Okay. Und habe dann hier halt eine super Chance bekommen, 2012 in dem Unternehmen. Ja, und ich glaube, hier habe ich mich ganz gut etabliert. Projektleitung auch im Ausland. Ich war schon in Amerika und in Niederlande. Nächstes Jahr geht es auch wieder los. Cool. Und das ist schon eine nette Sache. Ja, und du hast jetzt ja auch, wie man sieht, neben dem Job noch irgendwie so Zeitfenster gefunden, dich mit Investments und so weiter zu beschäftigen. Ja. Wann Ja, ganz ging genau. das da so bei dir los? Na, also je nachdem, wie man den Begriff Investment jetzt definiert. Also eigentlich ging es ja schon los bei mir. Ich habe dir schon mal erzählt mit den Sportwetten. Das hat Ja, mich auch genau. immer. Das ist vielleicht auch ganz interessant, kurz mal drauf einzugehen. Genau, das habe ich eigentlich auch immer so als Investment gesehen, auch wenn mein direktes Umfeld immer gesagt hat, ah, scheiße, ist ja alles hier Glücksspiel und so. Damit habe ich 2005 angefangen, aber nicht im Buchmacherbereich, sondern es gibt so einen speziellen Bereich, der nennt sich Sportbörsen oder Wettbörsen. Betfair ist vielleicht ein Name. Also sowas wie Bet and Win und so, oder? Nee, Bet and Win, das ist ein Buchmacher. Okay, ich kenne mich da gar nicht aus, nämlich. Die Wettbörsen sind eigentlich genau das gleiche wie eine ganz normale Börse. Das heißt, du kaufst und verkaufst eigentlich Quoten und kannst damit deine Gewinne erwirtschaften. Okay. Das habe ich jahrelang gemacht und habe mir auch Systeme entwickelt, wie ich Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Und ich hatte es zum Ende hin tatsächlich so weit, dass ich mein Gehalt fast 1:1 ersetzen konnte. Okay. Und irgendwann hat mir der deutsche Staat halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da wurden die Wettbörsen hier in Deutschland, ich glaube 2011, verboten. Oh, schade. Ja, und dann hatte ich halt die Möglichkeit, okay, ich hätte jetzt irgendwie ins Ausland gehen können, aber dann mit der Familie und so, das hat sich halt einfach nicht angeboten. Ja. Genau, dann habe ich damit aufgehört und habe mich auf das passive Investieren ein bisschen eingeschossen, weil, also Sportwetten, das war ganz interessant, ist nur das Problem, ist unglaublich zeitaufwendig gewesen, das heißt, du musst erstmal die Analysen machen und dann bist du auch meistens noch live dabei, um halt von diesen Quotenschwankungen zu profitieren. Und da gehen Also schon die mal. Quoten ändern sich auch noch so während des Spiels selber, ja? Ja, genau, Okay. richtig. Das heißt, so, wenn dann eine Mannschaft zum Beispiel dann führt schon 3-0, dann ändert sich natürlich die Quote, weil die andere natürlich dann viel unwahrscheinlicher noch gewinnen kann, ja? Oder wie ist das? Ja, richtig. Also ich habe Okay. halt vor dem Spiel schon immer so eine Tendenz ausgerechnet für eine Mannschaft oder für eine Torwahrscheinlichkeit. Ja. Habe dann schon angefangen, in die Richtung zu traden oder zu wetten und habe dann halt entweder abgesichert oder ja, je nachdem halt, dass man halt hinterher auf jeden Fall irgendwann einen sicheren Gewinn hatte. Okay, wow, interessant. Aber das ist ja so, stimmt, das ist so ein bisschen ähnlich vergleichbar mit halt dem klassischen Daytrading, würde ich jetzt mal sagen, Ganz genau, ja. wo du halt wirklich
Also jetzt nicht vom Ablauf vielleicht direkt oder so, aber wo du natürlich auch immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeitest, und das musst du ja beim Investieren sowieso generell, musst immer halt gucken, ist das Potenzial nach oben einfach wahrscheinlicher als das Potenzial nach unten, ja. Und aber was natürlich genauso wie beim Daytrading hier da tatsächlich dann wahrscheinlich der Fall ist, dass du ja so von morgens bis abends irgendwie damit verbringen musst. Ich habe so eine ähnliche kleine Erfahrung gemacht, die war nicht ganz so lukrativ, aber mit extrem viel Spaß verbunden, und zwar bei Game Duel. Ja, und da habe ich tatsächlich auch die Strategie gehabt, dass ich mir so einzelne Spiele halt wirklich komplett durchgerechnet habe. Es gibt da zum Beispiel dieses eine Spiel Maya-Pyramide, da musst du so Okay. immer unterschiedliche Zahlen zueinander kombinieren, ja, und die müssen immer eine 11 ergeben, ja, und je besser du halt diese Zahlen kombinieren kannst, desto weiter kommst du halt in den Level, desto mehr Punkte bekommst du, und dann gibt es immer so Serienpunkte und so weiter, und ich habe dann wirklich dann irgendwann da gesessen und mir alle Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel ausgerechnet, wie viel Zahlen überhaupt in einem Spiel vorkommt, also zum Beispiel, wie häufig eigentlich die 1 vorkommt, wie häufig die 5 vorkommt und so weiter. Und habe dann zum Beispiel gemerkt, dass in jedem Spiel jede Zahl immer fest definiert vorkommt. Das heißt, ich wusste dann schon während des Spiels, dass zum Beispiel die 5 immer genau 5 Mal vorkommt, ja, die 6 genau 4 Mal und so weiter und so fort. Und somit konntest du dann während des Spiels schon ausrechnen, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt den Joker benutze oder wenn ich ihn nicht benutze, dass ich das jetzt sozusagen gewinne oder halt, dass ich jetzt weiterkomme und darf ich jetzt mehr Risiko eingehen und so. Und da hatte ich mir dann auf Dauer, richtig, richtig interessant ein bisschen Taschengeld verdient. Das Problem war nur, dass da gibt es so eine Spielstärke halt. Ja, das heißt, je besser du wirst, desto höher wird deine Spielstärke. Das heißt, die Gegner werden immer schwieriger, ja. Und das Problem ist auch, irgendwann hast du halt eine Spielstärke, wo es keinen Gegner mehr gibt einfach. Und das war dann das Problem bei mir. Ich habe dann da gesessen, habe immer ein Spiel begonnen und es war keiner mehr da, der gespielt hat, ja. Und das ist, wie du gesagt hast, einfach extrem zeitraubend. Und Ja. deswegen hast du dich dann angefangen mit anderen Investments zu beschäftigen. Und wie bist du da so reingerutscht? Also was hast du da als erstes gemacht? Also ich bin natürlich bei der Börse geblieben und habe dann auch versucht, da so ein bisschen Fuß zu fassen. Aber dieses ganze Daytrading-Gedöns, das war mir, ja, hatte ich schon von Sportwetten ehrlich gesagt genug. Und dann hatte ich fast ein Jahr Pause gemacht und habe gar nichts gemacht und habe erstmal gesucht, was man so machen kann. Und bin dann tatsächlich auch auf die ETFs gekommen. Na, also Ja. fast circa, ja, ein Jahr oder so, bevor dein Channel gestartet ist oder so. Ja. Und darüber dann halt auch auf andere Investmentformen, wie zum Beispiel das P2P. Genau. Und P2P, jetzt nochmal für alle Zuhörer, die es jetzt noch nicht verstanden haben oder noch nicht kennen. Ich habe gestern mit meinem Bruder kurz geskypt, der hat so gesagt, und was machst du so? Ich so, ja, gerade ein Buch rausgebracht, P2P, also, hä? Ja. Und dann habe ich ihm es erklärt und dann hat er es irgendwann so, ah, da habe ich schon mal irgendwo von gehört, ja. Aber selbst mein Bruder, der eigentlich ziemlich gut immer weiß, was abgeht in der Welt, hat es noch nie gehört. Vielleicht könntest du noch mal für unsere Zuhörer erklären, was ist denn überhaupt jetzt dieses P2P, ja? Ja, P2P ist ja das Crowdlending, das heißt eigentlich ganz kurz und knackig gesagt, dass Privatleuten anderen Privatleuten Kredite geben. Und zwar kann es sein, dass halt ja, auf einen Kreditgeber durchaus, auf einen Kreditnehmer, sorry, durchaus 1000 Kreditgeber kommen können. Ja, das ist halt schon echt eine interessante Sache. Genau, also P2P, was du ja auch neulich nochmal erklärt hast, ist also quasi Person to Person, ne? Oder Peer to Peer, ja. Genau. Und ja, das ist an der Stelle schon mal ganz interessant. Crowdlending hattest du jetzt erwähnt. Jetzt gibt es ja immer mehr diese ganzen Crowd, 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 ja. Genau. Vielleicht können wir ganz kurz mal die Unterschiede definieren zusammen. Das wäre vielleicht auch interessant, weil es gibt ja dieses Crowdlending. Lending bedeutet ja das Leihen von Geld, ja. Es gibt Crowdfunding und Crowdinvesting. Ja. Jetzt könnte man eigentlich sagen, Crowdlending ist eine Form von Crowdinvesting, meiner Meinung nach, weil du ja investierst und dann erwartest, dass du einen Return da bekommst. Ja. Crowdfunding beispielsweise, da hatte ich mich halt auch in der Recherche zu dem Buch und so weiter beschäftigt. Crowdfunding ist zum Beispiel, ja, irgendjemand will halt einen Longboard-Shop aufmachen oder irgendwie eine Webseite oder so, hat aber kein Geld und dann fragt er halt seine ganzen Fans oder irgendwelche Leute bei Facebook, hier,
fundet mir mal irgendwie jeder 50 Euro für mein Unternehmen und dann bekommt ihr als Goodie oder als Belohnung dafür irgendwie einen Kaffee und ein paar Longboard-Reifen oder so. Aber die bekommen dann halt nicht irgendwie einen Anteil an seinen Gewinn oder so. Ja. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch diverse Plattformen für, ne? Wo man sich halt bewerben kann. Genau. Unterschiedlichste. Es gibt ganz viele, also Kickstarter und so weiter und also richtig große Plattformen, genau wie im P2P-Bereich. Und da hatten wir jetzt ja auch kurz davor noch kurz gesprochen drüber. Vielleicht gehen wir jetzt mal kurz auf die Plattform selbst ein. Also wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt da investieren will in so einen Privatkredit? Das heißt, ich bin als Investor tätig, gebe jemand, der sich Geld leiht, ja, dieses Kapital und der macht dann in der Regel halt was genau damit? Gibt es da so Statistiken, was die Leute, wofür die Leute Kredite brauchen? Ja, da gibt es diverse Statistiken. Also muss ich ja klar machen, das sind fast immer irgendwelche Konsumkredite für auch, naja, meistens recht unnötige Sachen, wie zum Beispiel Hochzeiten, Urlaube oder sowas. Ich glaube, ein großer Teil ist auch. Unnötige Sachen, Hochzeiten. Ja, also ich meine jetzt unnötige Sachen Verstehe. im Sinne von, okay, dafür würde Ja. eigentlich niemand einen Kredit aufnehmen. Zumindest nicht für 12% oder so. Ja, Hochzeitskredite sind tatsächlich ein ganz komplett eigenes Segment, das ich damals auch recherchiert. Viele, 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 viele Leute brauchen einfach einen Kredit für die Hochzeit, weil sie halt da mal richtig ein bisschen auch sich was erlauben wollen und aber nicht das Geld haben, ja. Aber das ist ja pauschal für uns als rationale Investoren erstmal egal, wofür die Leute ihren Kredit haben wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie überprüfen wir denn, ob wir das Geld zurückbekommen? Was gibt es da denn für Möglichkeiten jetzt? Tja, also wir haben eigentlich die beste Möglichkeit über die Bonitätssysteme. Die Bonitätssysteme sind bei jedem Anbieter ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist eigentlich für mich das einzige Kriterium, woran man das festmachen kann, weil an den Kreditgründen selber habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, macht es keinen Sinn. Also ein Renovierungskredit kann dir genauso gut ausfallen wie jetzt ein Kredit für Hochzeiten. Ja. Okay, das heißt, da gibt es sozusagen keine Tendenz, so irgendwie so die Leute, die irgendwie ihr Studium finanzieren wollen, die zahlen das eher zurück als die Leute, die irgendwas anderes machen. Es geht hauptsächlich um ihre Bonität, also das, was sie halt sozusagen verdienen und so weiter, ja. Ja, genau. Also, wo Okay. ich ein bisschen vorsichtig sein würde, das sind solche Sachen wie hier, pass auf, ich möchte mein Dispo ausgleichen. Da wäre ich echt, okay, würde ich nicht machen. Weil wenn jemand schon Schulden hat und die nicht zurückzahlen kann, dafür einen Kredit aufnimmt, Okay. fragwürdig. Okay, das heißt, nur mal kurz zum Ablauf. Als Investor, ich kann mich jetzt auf so einer Plattform anmelden. Da gibt es ja als in Deutschland zum Beispiel Aux Money, Lendico, sind ja so zwei Plattformen, ne? Ja. Ich melde mich dann da an und dann kann ich mir dann im Prinzip durchlesen, was da für Leute gerade jetzt Kredite einstellen und kann mir dann im Prinzip angucken, okay, wofür wollen die das Geld und wie sieht es denn aus mit ihrer Bonität, ja? Ja, genau. Und bei Aux Money ist ja so, es gibt ja auch zusätzliche Sicherheiten. Aux Money ja zum Beispiel ein Kfz, das man hinterlegen kann, was dann auch eine zusätzliche Sicherheit dann für den Anleger bedeutet. Und die arbeiten natürlich auch mit Unternehmen zusammen wie Schufa, Infoscore, die denen bestimmte Werte liefern, woran man halt auch auf die Kreditwürdigkeit schließen kann. Okay, und international, du meintest gerade vor unserem Gespräch, dass eigentlich im Prinzip deiner ehrlichen Meinung nach so die internationalen Plattformen schon einen Vorsprung haben vor den Deutschen. Warum ist das der Fall? Ja, weil es kommt halt auch gar nicht aus Deutschland, ne? Also ursprünglich ja, glaube ich, in Großbritannien. Und was auch noch der Fall ist, dass die Renditen halt im Ausland viel, viel höher sind. Und also ich persönlich bin so ein bisschen risikogeprägter. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich die Ausfallraten beispielsweise von Bondora und Aux Money jetzt nicht wirklich, naja, weit auseinander entwickeln. Na, obwohl die Renditen bei Bondora jetzt 5, 6% höher sind. Aber auf die Ausfallrate macht das jetzt bei mir keinen Unterschied. Kann natürlich sein, dass ich ein bisschen Glück oder Pech hatte bei Auxmann, ich weiß ich nicht. Ja. Aber das wird dann die Zeit halt zeigen, ne? Okay, das heißt, die Renditen sind höher. Das hört man, das kennt man ja vielleicht auch von so Festgeldgeschichten, wo man dann über Weltsparen oder so auf einmal 3% bekommt auf sein Tagesgeld, wenn man halt internationale Anbieter hat, die das irgendwie alle zusammenführen.
Oder liegt es einfach daran, dass diese ausländischen Anbieter schon größer sind und dadurch halt mehr Funktionen anbieten können oder dass sie einfach mehr Risiken eingehen? Ich Woran glaube liegt es? nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Größe liegt, weil Bondora zum Beispiel ist vom Volumen her viel, viel kleiner als Auxmann jetzt beispielsweise. Daher würde ich das als Grund eher ausklammern. Okay, und die kommen aus Estland, ne? Bondora kommt aus Genau. Estland. Sagt man Estland oder Estland? Ich weiß gar nicht. Weiß ich auch nicht genau. Ich glaube Estland. Weiß ich aber nicht. Nehmen wir Estland, ja. Ja. Okay, und bin ich ja am Überlegen, woran es liegen könnte. Ja, dass halt vielleicht in Deutschland einfach mehr Gebühren verlangt werden, ja, und deswegen die Rendite geschmälert wird, ja, oder einfach die Kredite, also die Kreditnehmer nicht so viel Zinsen zahlen, ja. Ja, also Frage. Also bei den Gebühren für die Anleger würde ich auch sagen, das ist nicht der Fall. Weil ich habe jetzt beispielsweise bei Auxmann die größtenteils fast nur mit Freivolumen gearbeitet, durch Freundwerbung etc. kriegt man immer so Gutschriften. Und ich habe Ja. da eigentlich fast nie Gebühren bezahlt. Daher würde ich das als Grund da auch ausklammern. Und normalerweise zahlt man ja so immer so irgendwie 1% des Anlagevolumens und so, ne? Solche Ja, Geschichten. genau. Ja, also es ist, wenn ihr jetzt vergleicht mit irgendwie normalen Investments in ETF oder in Fonds oder Aktien oder so, da habt ihr sozusagen die klassischen Transaktionskosten, ne? Also ihr zahlt halt für die Aktie. Ihr zahlt halt ein bisschen was an euren Broker, ihr zahlt ein bisschen was für den Börsenplatz und das ist dann sozusagen hier vergleichbar, ne, für den Marktplatz, also für die Plattform selbst, Aux Money oder wer auch immer das ist. Die wollen natürlich auch ein bisschen was davon abhaben und da zahlt ihr im Prinzip halt immer in irgendeiner Art und Weise eine Gebühr, außer ihr macht so clever wie Lars und macht Vermittlungen oder so. Dann bekommt man so ähnlich wie bei hier bei Airbnb, ne? Habe ich jetzt auch neulich bekommen. Okay. Ja, richtig cool. Da habe ich einfach so eine Empfehlung gemacht bei Facebook, weil ich halt Airbnb wirklich gut finde und immer gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und dann konnte man so Freunde einladen und hat da dann 19 € Rabatt bekommen auf die nächste Buchung. Und so solche Geschichten gibt es ja häufig. Freunde werden Freunde und so eine Sachen, ne? Ja, cool, da habe ich es doch gar nicht probiert. Ich bin auch Airbnb-Nutzer, also auch an die Ja. Community auf jeden Fall eine geile Seite. Ja, aber das ist halt immer so, ne, egal ob jetzt investieren oder Nutzen von irgendeiner anderen Dienstleistung, ist natürlich vollkommen klar, dass du für das Nutzen, das arbeiten natürlich genauso wie du jetzt IT-Leute an dieser Plattform und irgendwelche Rechtsexperten und Geschäftsführer und die müssen natürlich irgendeiner Art und Weise sich auch finanzieren, ja. Entweder sie machen es so oder sie machen halt wie Facebook Werbung. Ja. Also, aber wir müssen halt weg von diesem, ja, ich krieg alles kostenlos Gedanken. Das funktioniert halt meistens nicht, ja. Aber wie ist denn jetzt, machen wir mal so ein bisschen Butter bei der Fische, wie ist es denn jetzt so, was deine Meinung nach angeht, von dem Risk-Return-Verhältnis und lohnt sich das überhaupt dort zu investieren? Ja, also ich meine, auf lange Sicht, was sind so deine Erfahrungen bisher? Hast du auf dein eingesetztes Geld da eine angemessene ja, Kreditentschädigung bekommen von den Kreditnehmern und ist es so, dass du denkst, dass es in Zukunft noch weiterhin interessant wird, sich damit zu beschäftigen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja mal ein paar Zahlen nennen. Also ich habe bei Aux Money eine selbst errechnete Rendite von 5,38% und bei Bondora liegt es momentan bei 12,3 oder 12,2, ich bin mir gerade nicht sicher. Generell ist es immer so, dass es immer einen Betrag gibt. Bei Bondora liegt er bei mir momentan bei 12%, der überfällig ist. Ja, das heißt, das Geld kann erstmal scheinbar nicht gezahlt werden. Die zahlen aber in der Regel spätestens nach der dritten Mahnung immer nach. Also ich habe ganz, ganz wenige Ausfälle bei Bondora. Bei Auxmoney, da sieht es lustigerweise ein bisschen anders aus. Da habe ich ein paar Ausfälle und interessanterweise auch in höheren Bonitätsklassen. Okay, das heißt Also. sozusagen, es gibt ja dann die unterschiedlichen Mahnstufen und das, was du jetzt gerade meintest mit 12%, ist also, dass jetzt zum Beispiel 12% der von dir mitfinanzierten Kredite irgendwie jetzt gerade irgendeine Mahnstufe schon durchlaufen haben, aber dann die irgendwann auch nachgezahlt haben nach der Mahnung, ja? Ja, genau. Also Bondora ist da ziemlich restriktiv. Also die haben immer ein bestimmtes Datum, wo halt das Geld eingegangen werden muss. Und wenn das dann nicht eingeht, dann schicken sie dem Kreditnehmer halt eine SMS, glaube ich sogar, bevor sie anfangen mit dem Schriftlichen. Und oft ist es dann so, dass er wirklich dann 2, 3 Tage später nachzahlt.
Bei manchen kommen halt tatsächlich dann schriftliche Mahnungen bis hin fast kurz vor die Kreditkündigung und dann zahlen sie halt den ganzen Betrag nach, der halt überfällig ist. Okay. Und das geht dann aber rückwirkend auch wieder in die Statistik mit ein, sodass dann diese 12%, weil das klingt natürlich jetzt erstmal per se viel höher als irgendwie eine Bankausfallrate, wo es irgendwie, glaube ich, 3% ist oder so. Aber wenn sozusagen bei 12% noch kein wirklicher Ausfall ist, sondern nur eine Mahnung, dann ist Ja. natürlich die Statistik sozusagen ein bisschen verzerrt. Ja, also dann müssten es ja natürlich weniger als 12% sein. Du Wenn meinst von der Gesamtrendite? genau, ne, ich meine also jetzt im Prinzip, nee, jetzt nicht auf die Rendite, sondern bezogen auf die 12% Ausfall, ja. Weil was ist, muss man sozusagen genau definieren, was heißt Ausfall? Also wenn jemand eine Mahnung bekommt und es dann nachzahlt, dann ist es ja kein Kreditausfall, ja. Nein, auf keinen Fall. Nein. Kreditausfall ist es ja im Endeffekt genau dann erst, wenn er tatsächlich nicht zurückzahlt, auch nach den drei Mahnungen nicht, wenn er auch dann den Kredit gekündigt bekommt und wenn Genau. das Inkasso-Unternehmen auch nichts mehr aus ihm rausziehen kann und du im Prinzip tatsächlich dann kein Geld oder nur einen Anteil deines Geldes zurückbekommst, dann ist es ja im Endeffekt eigentlich ein Ausfall, ja. Also ein Ausfall ist es eigentlich schon ab der Kreditkündigung, weil da ist es dann eigentlich vorbei. Okay. So. Und dann Da gibt es muss man auch schon. in der Regel, also meinst du, bringt das nichts mit diesen Kfz-Hinterlegungsgeschichten und so? Kann man sich nicht so viel von erhoffen, ja, oder? Das weiß ich noch gar nicht, weil ich habe jetzt zwar diverse Ausfälle bei Aux Money, aber diese Inkasso-Vorgänge, die ziehen sich so extrem lange hin. Ich habe, glaube ich, einen, der ist 7 Monate alt und da weiß ich jetzt immer noch nicht, ob ich das Geld zurückkriege oder nicht. Die Okay. stehen da halt erstmal, von daher kann ich gar nicht sagen, Ja, was da ist ja dann auch gemacht wird. ärgerlich. Ja. Ja, und das ist dann im Endeffekt genau das Risiko, ja, was dann du als Investor halt trägst, ja. Aber ich meine, wenn man jetzt, wenn du jetzt sagst, dass man bei einer durchschnittlichen Rendite von 12% jetzt sozusagen keine so hohen Ausfälle hat, selbst wenn du dann irgendwie von 100 Krediten halt ein, zwei Ausfälle hast, hast du wahrscheinlich trotzdem noch vielleicht nicht mehr 12, sondern dann irgendwie 10 oder 11%, aber ist ja trotzdem, ich meine, Ja. vergleichbar mit, also 12% im Aktienmarkt musst du erstmal machen, durchschnittlich, ja. Richtig. Also bei Bondora fällt das überhaupt nicht ins Gewicht, ob da jetzt ein Kredit rausfällt oder nicht. Okay. Also das gleicht sich zu der normalen Statistik von den Banken. Also da habe ich jetzt wirklich auch einen Ausfall, wirkliche Ausfälle von 1 bis 2% bisher. Wow. Na, Und man muss ja mal überlegen. Also es kann sich ja natürlich ändern. Ich bin ja jetzt auch noch nicht ewig bei Bondora. Wie es jetzt 5 Jahren aussieht, weiß ich auch nicht. wie lange machst du P2P insgesamt jetzt schon? Wann hast du das erste Mal investiert? Ich habe bei Aux Money 2014 angefangen, also auch noch nicht so lange. Okay. Also auch kurz bevor, ich glaube, deine Videoserie kam, ein paar Ja. Monate vorher. Ja, genau, interessant. Also ich werde jetzt auch nochmal über mein Geschäftskonto ein neues einrichten und dann auch nochmal ein bisschen mehr investieren, damit ich einfach mal so über ein paar Jahre ein paar Daten sammeln kann, weil im Endeffekt musst du natürlich das immer über mehrere Jahre im Prinzip berücksichtigen, wie dann im Endeffekt die Ausfallraten sein werden und so, ne? Aber ich habe auch neulich gesagt beim Livestream schon, wenn es jetzt überhaupt nicht funktionieren würde, wäre es natürlich irgendwie schwer, dreistellig zu wachsen teilweise, ja. Und das ist ja der Ja. P2P-Markt in den letzten Jahren. Und das wird natürlich richtig interessant, wenn es irgendwann richtig den Mainstream erreicht, ja. Und wirklich auch, also sollte es dazu kommen, das ist halt eine richtig interessante zusätzliche Alternative. Also so sehe ich das. Ich sehe das jetzt nicht als Ersatz für irgendwas anderes, ja, aber als einfach weitere Diversifikationsmöglichkeit zu ETF, Aktien und dem langweiligen Sparbuch, ja. Ja, genau. Also ich glaube, die Einfachheit ist auch ein ganz großes Thema. Also man kann ja eigentlich fast immer sagen, bei allen Dingen, was einfach ist, setzt sich irgendwie auf Dauer immer durch. Manchmal dauert es seine Zeit, aber du kennst ja einen meiner Leitsprüche, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und so ist es Ja. halt bei solchen Dingen auch. Ja, stimmt, ja. Wenn ich es einfach mache den Leuten und das ist der, was ich neulich auch im Livestream gezeigt hatte, mit den Aktienschenken oder mit solchen Geschichten, ja, oder Aktien kaufen generell ist jetzt schon ziemlich einfach. Jetzt kommt bei immer mehr Brokern dieser Video-Ident, muss dann gar nicht mehr immer zur Post und so, sondern ich kann einfach mit meinem Smartphone meinen Pass in die Kamera halten, die checken das ab,
Super. Und also das wird alles immer einfacher. Und wenn ich halt den Kunden und den Leuten das einfach mache, dann nutzen sie das halt auch in der Regel viel lieber, wenn es auch nicht so. Also einer der größten Vorteile, die ich sehe bei P2P im Vergleich zu Banken, ist halt die Schnelligkeit auch, ja. Mit der ich dann auf das Geld zugreifen kann. Das ist ja meistens schneller als jetzt irgendwie bei einer Bank, ja. Ja, genau. Und du hast halt auch den Effekt bei P2P, dass du halt sofort verdienst. Aber also bei Aktien kannst du ja durchaus mal in deinem Portfolio ein schlechtes Jahr haben, wo alles runtergeht. Ja. Wenn du jetzt keinen Dividenden-ETF oder so hast, dann kriegst du halt keine Kohle und da verdienst du halt wirklich ab dem ersten Kredit oder ab dem ersten Monat dein Geld. Du kannst das theoretisch auszahlen. Ja, Das ist auch ein Riesenvorteil, finde ich. und dann gibt es aber auch jetzt bei dem, weil für mich zum Beispiel wäre das jetzt nicht so interessant, jeden Monat die Dividenden oder in diesem Fall die Zinszurückzahlungen zu bekommen und dann zu versteuern. Für mich wäre es eher interessant, das gleich wieder zu thesaurieren, ja. Und da meintest du, gibt es ja auch jetzt, also bei Aux Money haben wir auch schon gesehen, dass es durchaus möglich ist, ja. Genau. Und das gibt es jetzt auch bei den anderen Plattformen eigentlich in der Regel sowieso auch, ja, dass man das Geld gleich wieder reinvestiert. Und jetzt ist aber die spannende Frage, die ich mir gerade stelle, wenn ich jetzt so Kredite auswähle manuell, ja, und dann auch häufig vielleicht kommen, dann ist der Kredit schon finanziert, bevor ich überhaupt dazu komme. Dann muss ich ja auch wieder sehr viel Zeit dafür investieren. Jetzt ist mal meine Frage an dich, der das schon länger macht und insgesamt mehr gemacht hat, während ich halt irgendwelche ETFs gekauft habe. Wie ist denn da so dein Zeiteinsatz? Kannst du das irgendwie mal runterbrechen auf ja, eine Woche oder auf einen Tag? Also mittlerweile würde ich mal sagen, 10 Minuten in der Woche, wenn überhaupt. Aber ich muss dazu Oh, sagen, okay, das klingt gut. ich bin beide Wege gegangen. Also zu Anfang habe ich bei Aux Money angefangen, mir ja auch jeden Kredit einzeln auszuwählen, weil ich halt wirklich wissen wollte, wo rein ich investiere. Hab dann aber schnell gemerkt, okay, das ist extrem zeitaufwendig und man hat auch das Problem, dass man die Kredite mit den wirklich guten Bonitäten gar nicht mehr bekommt, weil die von diesen Portfoliobildern im Hintergrund schon weggeschnappt werden. Also von dem automatischen Investment eigentlich. Und das war extrem anstrengend, dass man nur die Scheißkredite, auf Deutsch gesagt, bekam, aber nicht die Kredite, die man eigentlich wollte. Ja. Und was dazu kommt, manchmal ist es auch so, man hat dann wirklich einen Kredit gefunden und hat rein investiert und dann kriegst du dann, weiß ich, eine halbe Stunde später eine Mail, okay, der Kredit wurde wieder storniert. Gründe bekommt man nie, aber ist halt dann auch ärgerlich, wenn man davor gesessen hat, Zeit investiert hat, sogar Geld investiert hat und dann wird er wieder storniert. Dann kriegst du zwar das Geld wieder, aber die Zeit, die du investierst, das war im Prinzip halt für die Katz, ja. Genau. Und dann habe ich mir immer mehr gesagt, als das zu viel wurde. Also ich habe da durchaus schon mal 1 Stunde oder 2 am Tag verbracht, Kredite auszuwählen. Ja. Habe ich dann gedacht, okay, probierst du mal diese Portfoliobilder aus. Ja. Das habe ich bei Aux Money nicht gemacht, weil ich dafür ein Anlagekonto eröffnen musste. Das war mir persönlich zu kompliziert, hatte ich auch keine Lust zu. Ja. Und deswegen dachte ich, probierst du mal Bondora aus. Über den Weg bin ich da dran gekommen und das ist echt so easy. Da stellst du den Regler ein, was du für Kredite haben möchtest. Oder kannst du die auch selber zusammenstellen, wenn du jetzt nur in Kredite bester Bonität investieren willst und lässt das Ding einfach laufen. Dann kriegst du dann immer eine Mail, okay, heute wurde wieder so und so viel investiert und kriegst immer wöchentlich so eine Abrechnung. Und das ist echt klasse. Ich denke mal, es wird bei Aux Money ähnlich sein, nur ich habe halt keine Lust, ein Ja, Anlagekonto zu öffnen. aber hier wird es dann wirklich interessant, ja, finde ich persönlich, weil wenn du jetzt mit wenig Zeitaufwand das Ganze gestalten kannst, in Form irgendeiner Automatisierung, hat nochmal den unglaublichen Vorteil, dass du auch selber deine Emotionen rausnimmst, Ja. ja, dann wird es wirklich interessant, meiner Meinung nach. Und ich werde mich viel mehr noch damit beschäftigen, auf jeden Fall, als bisher. Das steht jetzt fest. Also ich glaube, dass hier wirklich was Interessantes an Möglichkeiten dran ist. Und Was, ja? die Ergebnisse sind auch nie wirklich schlechter. Also ich, wie gesagt, bei Aux Money habe ich die überwiegend manuell ausgewählt und ich habe eben schon erzählt, dass jetzt 3 Kredite oder 2, weiß ich gar nicht, mit bester Bonität auch da ausgefallen sind, obwohl ich sie manuell ausgewählt habe. Die jetzt keine Darlehenskonsolidierung oder sowas waren, aber es hat trotzdem Pech gehabt. Das kann auch passieren. Also ob du das jetzt automatisch machst oder manuell, ich glaube letztendlich macht das in der Rendite keinen Unterschied oder in der Ausfallwahrscheinlichkeit. Ja, zumal ich finde es ganz lustig, ich vergleiche das gerade im Kopf so mit Aktienmarkt und zumal es ja bei Krediten tendenziell eher weniger Sinn macht, alles manuell rauszusuchen, weil ich meine, im Aktienmarkt, das wissen wir alle, deswegen ist es ja auch nach wie vor für viele Leute so interessant, sich da einzelne Aktien rauszupicken und rauszusuchen, weil
Du hast potenziell nach oben die Upside unlimitiert, ja. Also wenn du irgendwie vor 10 Jahren oder 20 Jahren in Apple investiert hättest und dann irgendwie 1000% Rendite oder so weiter machst, dann hast du gut lachen, ja. Und deswegen, allein wegen dieser Möglichkeit machen das so viele Leute. Aber beim Kredit, da steht es ja von Anfang an alles fest. Da kannst du ja nicht irgendwie aus einem Kredit auf einmal irgendwie 100 oder 200% Rendite rausholen, weil er zahlt nun mal nur das zurück, was halt vorher schon alles im Vertrag steht. Weißt du, was ich meine? Und von Richtig, ja. daher, macht es hier dann, also jetzt erstmal, ohne dass man es in jedem Detail analysiert, aber macht es dann erstmal schon mal viel mehr Sinn, das passiv zu tun. Und sich gar nicht einfach jetzt irgendwie die ganze wertvolle Zeit irgendwie damit zu kümmern, um irgendwelche Leute rauszusuchen, die halt nicht ihre Hochzeiten, sondern irgendwas anderes finanzieren wollen. Zumal das ja, wie du sagst, sowieso keinen Einfluss auf die Quote und auf die Rendite hat, sondern eher auf die Bonität, ja. Ja, Und genau. Man muss hier ein bisschen sehen, das ist ja auch ein emotionales Thema. Also wenn ich meinem Geld leihe, dann will ich halt auch gerne wissen, wofür. Und ich glaube, da haben die Menschen noch so ein bisschen Berührungsängste. ah, Über okay. Aktien, da, das ist so ein bisschen unpersönlicher, da kann man einfach mal Geld investieren. Und aber wenn wirklich ein Mensch dahinter steht, wo man wirklich näher dran ist, dann denkt man, glaube ich, im Kopf auch ganz anders. Ja, man möchte halt ja gerne wissen, wofür man sein Geld verleiht. Okay, das geht dann sozusagen so ein bisschen auch schon so in die Richtung ethisches Investieren und so, dass man halt sagt, so ja, nö, jemand, der jetzt das und das schon überschuldet hat, dem gebe ich nicht noch mehr Geld, dann kriegt er noch mehr Probleme oder so, ne? Ja, ist durchaus ein Ansatz, den viele fahren, ja, tatsächlich. Habe ich auch zu Anfang gemacht. Ich würde jetzt auch natürlich aber gleich wieder sagen, na gut, wenn du jetzt jemand hilfst, aus dem Dispo rauszukommen und erstmal mit einem geringeren Zinssatz wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen, dann ist es ja vielleicht auch nicht schlecht. Ja, gut, dann ist natürlich das jetzt die große Frage, ob er deshalb dann später daraus lernt und jetzt weniger Schuld macht. Ja, Ja. ich sag mir halt immer so, irgendwann, ja, musst du halt die Kirche im Dorf lassen und ein Investment ist halt ein Investment, ja. Und wenn du jetzt anfängst noch, dann müsstest du eher halt noch zusätzlich zum Beispiel, so wie du das ja auch machst, irgendwie einen Teil deiner Einkünfte irgendwelchen Suppenküchen spenden oder irgendwie auf andere Art und Weise Leuten noch helfen, ja. Ganz Aber wenn genau. ich Geld verdienen will, dann will ich halt Geld verdienen. Ja, das ist halt mein Ansatz. Und wenn ich dann mit dem, also ich habe neulich gerade so ein Beispiel gesehen von diesem Inder, der irgendwie sein Energy Drink da hochgezogen hat. Der macht gerade überall auf YouTube Werbung für seinen Film da. Und das finde ich ganz interessant, weil der hat halt Milliarden umgesetzt mit diesem 5-Hour-Energy. Und jetzt sagt er, okay, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und jetzt fängt er halt an, dieses ganze Geld einfach zu investieren in Erfindungen und Innovationen, die halt der Allgemeinheit zugutekommen, ja. Das könnte er natürlich nicht machen, wenn er vorher sich nicht aufs Geld verdienen konzentriert hätte. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Was mich jetzt noch interessiert, ist diese ganze, wo wir gerade auch über Aktien gesprochen haben, diese ganze Zweitmarktgeschichte. Ja? Weil im Aktienmarkt ist ja auch so, dass wir auf dem Zweitsekundärmarkt im Prinzip unter den Anlegern hin und her tauschen, die Aktien. Ja, und Ja. das erstmal direkt keinen Einfluss auf die Firma hat. Natürlich, wenn die Nachfrage steigt, der Kurs steigt, ist natürlich auch gut fürs Unternehmen, aber diesen Zweitmarkt, den hast du ja auch schon erwähnt im Buch. Kannst du mal dazu ein bisschen was erzählen? Ja, genau. Also der Zweitmarkt ist eigentlich, wie du gerade schon sagtest, eine Möglichkeit, dass die Investoren untereinander ihre Investitionen austauschen. Aux Money bietet es leider nicht an, aber halt Bondora. Und damit verdienen die halt, glaube ich, auch Großteil ihrer Einnahmen, weil da zahlst du nämlich als Anleger halt auch diese Vermittlungsgebühren. Es bietet dir natürlich als Anleger aber eine zusätzliche Sicherheit, dass du jetzt überfällige Kredite nochmal loswerden kannst an irgendwelche anderen Investoren, Also wie weil. funktioniert das genau? Kannst du es mal an einem Beispiel Ja, genau. Also illustrieren? ich hatte jetzt beispielsweise einen Kredit, der war 30 oder 40 Tage überfällig. Und ich wollte es einfach mal testen am Zweitmarkt und habe den da eingestellt. Und da gibt es dann wirklich Investoren, die sich darauf spezialisiert haben, gerade solche Kredite zu kaufen. Das heißt, du hast dann beim Zweitmarkt so eine Übersicht, wie meinetwegen jetzt bei eBay, wo du halt verschiedene Kredite siehst. Okay, da kannst du dann sehen, wie lange sind die überfällig, wie war die Zahlungsmoral, was für einen Rabatt bietet der andere Investor dem neuen Investor, damit er diesen Kredit nimmt. Und Okay, das heißt, dadurch. den Preis dafür legst du dann fest einfach, ja? Genau, den legst du selber fest und Ah, das ist der, interessant. der kaufende Investor, der hat natürlich damit die Möglichkeit, ein super Schnäppchen zu machen, weil ich habe ja eben gesagt, die meisten zahlen natürlich irgendwann ihre Kredite nach. Und wenn du jetzt einen super Kredit hast, der sowieso schon eine hohe Rendite hat und auch noch mit Abschlag diese Investition übernehmen kannst oder mit Rabatt, dann hast du natürlich ein super Investment gemacht. Ja, das ist sehr interessant.
Das ist wirklich interessant. Das heißt, es gibt tatsächlich dann wahrscheinlich wieder Leute, die mehr Zeit da investieren und sich wirklich darauf spezialisieren, irgendwie mit einer schönen Margin of Safety sozusagen andere Kredite aufzukaufen und dann darauf zu hoffen oder dafür zu sorgen, dass die zurückgezahlt werden. Aber ich nehme mal an, du kannst jetzt die Leute nicht einfach privat kontaktieren, ja? Die Und Investoren meinst du oder die? die Kreditnehmer. Kannst du da nicht, nein, nein. Nee. Bei Oxmoney geht das, lustigerweise. Ja, aber auch nur auf der Plattform, glaube ich, ne? Also du kriegst jetzt nicht, Richtig. weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch mal durchaus emotional ausgehen könnte, sowas, ja. Also speziell Datenschutz und so sollte da schon ja berücksichtigt werden. Wenn du dann halt irgendwie, ja, so jemand bist, der viele Kredite einkauft und dann irgendwie den Leuten so Droh-E-Mails schreibt, ist natürlich nicht Sinn der Sache, ja. Wobei du bei Bondora wirklich erschreckend viel sehen kannst. Also du kannst wirklich in die Verträge reinschauen von den einzelnen Kreditnehmern und da siehst du auch Dinge, die man jetzt in Deutschland wahrscheinlich nicht sehen könnte. Okay. Aber da läuft es dann ein bisschen anders ab. Okay. Ja, da sind wir ja sowieso ein bisschen anders gepolt. Aber vielleicht auch in diesem Fall ganz ein Vorteil von deutschen Geschichten. Ja. So, Steuern, wollen wir das Thema kurz anreißen. Steuern musst du natürlich immer zahlen auf deine ganzen Einkünfte. Aber wir hatten ja gerade gesprochen, dass es über Reinvest auch die Möglichkeit gibt, das Kapital gleich wieder zu reinvestieren, ja. Ja, genau. Also Auxmoney und Bondora sind ein bisschen unterschiedlich. Bei Auxmoney, da bekommst du deine Rückflüsse direkt auf dein ganz normales Girokonto und die stellen dir halt jährlich dann so eine Steuerbescheinigung einfach aus. Wie das mit dem Reinvest da läuft, weiß ich gar nicht steuerlich, weil ich es halt selber auch nicht getestet habe. Bei Bondora ist es halt so, dass das Geld, was du reinvestierst, eigentlich nie auf deinem Konto ankommt. Also generell kommt das Geld nie auf deinem Konto an, es sei denn, du zahlst es aus. Also du hast so ein virtuelles Konto, wo das Geld quasi liegt und das wird dann immer wieder reinvestiert. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo du es dann halt wirklich auszahlst, musst du es dann natürlich spätestens dann dem Finanzamt auch angeben. Genau. Ja. Das ist sozusagen dann wirklich die spannende Frage, ob das dann per Definition einfach wirklich vom Gesetz als Thesaurierung gilt, ja. Und dann in diesem Fall halt erst dann versteuert wird, wenn du alles halt wirklich ausgezahlt bekommst. Ja. Da müsste ich jetzt mal wirklich gleich einen Steuerberater anrufen und das ist wirklich interessant, mal rauszufinden. Wobei Weil. ich, also im Internet liest man verschiedene Meinungen. Also, das ist wohl auch Ja, es ist wirklich immer so, schwierig. dass es dann die verschiedenen Finanzämter den Einzelfall auch noch wieder unterschiedlich behandeln. Dadurch, dass natürlich ständig neue Anbieter auf den Markt kommen, macht das die Sache für die Finanzämter natürlich auch nicht gerade einfacher. Also, eine generelle Regelung gibt es da, glaube ich, nicht. Okay. Also muss man dann einfach individuell bei sich selbst rausfinden und schauen, ja. Genau, einfach mal versuchen. Weil das ist natürlich einer der interessantesten Punkte, ja, dass man halt im Prinzip sein Kapital reinvestiert, ja, weil ich meine, was sind schon jetzt, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 € oder so investiere, ja, und dann jeden Monat halt ein paar Euro immer bekomme, was soll ich damit? Ja, das will ich lieber irgendwie dort drin lassen, jedes Mal reinvestieren und dann sogar regelmäßig noch Kapital zuschießen, damit es wirklich im Prinzip wie so eine Art Portfolio irgendwann wird, ja, welches ja auch dann noch besteht, wenn zum Beispiel meine Aktien gerade nicht so gut stehen, ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Dafür ist ja P2P sowieso eine super Angelegenheit. Ja. Dann wäre nur interessant auch zu wissen, zwecks Liquidität, vielleicht weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, ob man diese Reinvest-Funktion auch kurzfristig ausschalten kann, um irgendwie, falls ich jetzt irgendwie, also angenommen, ich habe jetzt ein größeres Portfolio von irgendwie 20.000 Euro schon oder so da angesammelt und ich brauche jetzt aber Geld, dass ich dann irgendwie Reinvest kurzfristig mal abschalten kann, um irgendwie an einen Monat mal irgendwie an 100 € oder so ranzukommen, ja. Ja, das geht auf jeden Fall jederzeit. Also Das du geht, kannst ja. abschalten. Und wenn Okay. du wirklich dringend Geld brauchst, dann hast du natürlich bei Anbietern, die einen Zweitmarkt haben, auch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Geld locker zu machen, wenn du es wirklich brauchst. Stimmt, dass ich dann im Prinzip sage, okay, hier, kauft mir mal was ab und dann habe ich im Prinzip wieder. Also das ist wirklich interessant, dass man hier so einen Zweitmarkt, noch mit hat. Das ist ein interessanter Vorteil noch, ja. Es bietet auch tatsächlich mehr Möglichkeiten. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwann sowas wie so ein Portfolio-Builder für den Zweitmarkt. Das wäre ganz nett. Ja. Der dir automatisch sagt, zu welchem Preis du sozusagen welchen kaufen würdest oder einfach so ein Limit einstellst, ne? Ja. Ab dem und dem Tag oder bei der zweiten Mahnstufe möchte ich sozusagen immer meine Kredite verkaufen, wenn jemand so und so viel dafür bietet, ja.
Ja, also ich hatte ja letztens dir schon mal geschrieben, dass es bei Bondora jetzt so eine API gibt, oder ich weiß gar nicht, ob die noch in der Entwicklung ist. Das heißt, so eine Schnittstelle zu Bondora, die man mit verschiedenen Softwaresystemen nutzen kann. Das heißt, vielleicht wird es dann irgendwann möglich, dass man verschiedene P2P-Portfolien über ein Softwareprodukt steuert. Das wäre auch mal nochmal eine ganz interessante Sache. Dann könntest du im Prinzip alles auf einem Dashboard verwalten, Ja. ja? Ganz genau, weil du hast ja das Problem Ja. bei den verschiedenen P2P-Vermittlern, die sehen alle anders aus, haben alle andere Funktionen, sind vielleicht alle auch noch in unterschiedlicher Sprache. Und Ja. da ist natürlich mit einem Softwareprodukt, wie jetzt ein Bankkonto, wo man das alles zusammenfassen kann, viel, viel einfacher. Ja. Sehr geil. Na, aber das befindet sich, wie gesagt, noch alles in der Entwicklung. Ja. Okay, und was sind so zum Abschluss vielleicht nochmal, was sind so deine persönlichen Einschätzungen, wie das weitergeht? Also, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt sagen müsste, okay, P2P wird jetzt in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden oder alle meine Kredite werden einbrechen. Ja. Von daher denke ich mal, dass das in dem Tempo erstmal so weitergehen wird. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann der Fall sein wird, dass sich bestimmte große Anbieter auf dem Markt etablieren. Aber momentan schießen die ja echt wie Pilze teilweise aus dem Boden. Ja. Und das glaube ich nicht, dass das so weitergehen wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, ist ja Glaube häufig da. so. Zumal ich da denken würde, dass als Anbieter du natürlich extrem vom Volumen nicht nur, aber wahrscheinlich halt schon abhängig bist, weil wenn halt jemand an und also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Leute bei unterschiedlichen Plattformen nach Krediten anfragen und dann irgendwann sich halt durchsetzt, auch über Forenwerbung oder durch Mund zu Mund. Bei welcher Plattform man halt Kredite schneller bekommt und zu besseren Zinsen, ja. Und dann ist es halt so, der dann schon einen Vorteil hat, wird das natürlich dann immer mehr gegen die anderen ausschlachten können. Und da würde, also bin ich auch der Meinung, dass es irgendwann wahrscheinlich so ein paar größere geben wird im europäischen Bereich und die anderen dann entweder aufgekauft werden oder verschwinden, ja. Ja, das ist natürlich auch eine Gratwanderung für die Anbieter selber, weil die müssen ja auf der einen Seite den Investoren halt viel Sicherheit bieten, auf der anderen Seite den Kreditnehmern aber halt auch einen schnellen Zugang zu den Krediten bieten. Ja. Und das sind ja zwei, na, gegensätzliche Meinungen, kann man sagen, Ja. Mentalität. Und das ist, glaube ich, nicht ganz Spannungsfeld. so einfach. Ja. Aber gut, das ist halt nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nur versuchen, davon zu profitieren als Investoren. Und ja, immer dafür sorgen, möglichst auf der Investorenseite zu sein und nicht auf der Kreditnehmerseite. Ja, auf jeden Fall keine Kredite für Hochzeiten aufnehmen. Nee. Meine Meinung dazu kennst du ja. Ja, stimmt, ja, also ja, wir haben zum Glück auch keinen aufgenommen. Man Gut. kann ja immer dasselbe auch beim Investieren. Man muss halt immer erstmal überlegen, was will ich eigentlich und wie kann ich es bekommen, ohne irgendwie jetzt ganz viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Ja. Und ja, manchmal findet man dann gute Gelegenheiten, wenn man ein bisschen recherchiert und kann dann auch im Schloss heiraten für ganz wenig Geld. Und Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich halt schlau machen. Wie so oft und überall. okay, wunderbar. Dann vielen Dank für das kleine Interview. An alle Zuhörer, wenn ihr euch weiter und näher nochmal informieren möchtet, nochmal eine detaillierte Darstellung des Ganzen haben wollt, wir haben bei Amazon, wie gesagt, das Buch Investieren in P2P-Privatkredite. Das könnt ihr euch als Kindle holen für 4,99 €. Als Taschenbuch gibt es es aber auch, ja, dank der Arbeit von Lars. Und für Kindle Unlimited Nutzer für 0 €. Ja. Und deswegen, ja, würde uns natürlich freuen. Und ansonsten hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Tja, was gibt es denn zum Abschluss noch zu sagen? Also P2P auf jeden Fall ein interessanter Markt, aber ihr müsst euch halt immer klar machen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Also das ist jetzt nichts, was man einfach so laufen lassen kann und man sich nicht weiter informiert, sondern man muss wirklich immer auf dem Laufenden bleiben, Ja. um da wirklich auf dem neuesten Stand zu sein und auch halt seine Profite draus zu ziehen, seine Rendite. Okay. Dann danke ich dir vielmals, wünsche dir noch einen schönen Bitte, Tag bitte. und bis zum nächsten Mal. Danke gleichfalls. Ciao. Ciao.